Cloud ist einfach aufzusetzen und zu nutzen, richtig? Jeder bekommt seinen Zugriff, es gibt jede Menge an Ressourcen und günstig, klar, günstig ist Cloud ja auch noch. Cloud ist schnell, ersetzt mein altes Rechenzentrum und verspricht eine gewaltige Steigerung der Flexibilität. Ist das so? Dem ist tatsächlich so und doch ist es nicht ganz so einfach. Deshalb wollen wir Ihnen an dieser Stelle einmal die 10 wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche und nachhaltige Cloud-Migration vorstellen. Nummer 10. Cloud verstehen. Cloud muss verstanden werden. Es gibt im Cloud-Umfeld jede Menge Hype und Buzzword-Bingo. Aber was bedeuten die Begriffe im Cloud-Umfeld wirklich? Was ist denn SaaS? Was ist IaaS? Was ist PaaS? Was ist CaaS? Was sind Functions as a Service? Und was davon brauche ich überhaupt? Was bedeutet Resilience? Was ist Hochverfügbarkeit? Und brauche ich Hochverfügbarkeit für mich, für mein Unternehmen, für meine Workloads? Was ist der Unterschied zwischen 99,9 und 99,999%iger Verfügbarkeit? Was ist Blockchain? Was ist künstliche Intelligenz? Was ist Machine Learning? Und was davon wird wirklich benötigt? Das alles sind Fragen, die man beantworten muss. Und man muss sie beantworten, bevor man eine Cloud-Migration beginnt. Nummer 9. Strategische Herangehensweise. Cloud muss strategisch betrachtet werden. Die Fragestellungen sind viel zu komplex, um sie einfach ad hoc beantworten zu können. Wir müssen uns fragen, welche Vorteile realisiert werden sollen. Wir müssen uns fragen, wo das dafür notwendige Wissen herkommen kann, wie Mitarbeiter mitgenommen und Ängste abgebaut werden können, wie Cloud-optimierte, flexiblere Prozesse aussehen können, was das letztlich mit meinem Unternehmen macht, welche Kostenersparnisse und welche Flexibilisierung wie erzielt werden sollen. Wir müssen die Fragestellung aufwerfen, was zuerst in die Cloud kann und wie es in die Cloud kann. Lift and Shift, einfacher Ansatz, aber nur geringe Einsparpotenziale, oder Cloud Native, komplexerer Ansatz, aufwendige Migration, aber gewaltige Einsparpotenziale. Diese Fragen müssen beantwortet werden und sie müssen im Unternehmen gemeinsam beantwortet werden. Es gilt daher, Multiplikatoren zu identifizieren, die mitzunehmen, entsprechend eine gemeinsame Wissensbasis aufzubauen, alle Mitarbeiter ins Boot zu holen, C-Level, Line of Business, Experten und sie alle auf das Thema Cloud einzuschwören und letztlich gemeinsam an einem Strang ziehen zu lassen. Eine Migration in ein Cloud-Umfeld ist verändernd für ein Unternehmen. Es ist ein strategischer Vorgang und der kann deshalb nicht anhand von PowerPoint-Präsentationen oder beim Frühstück entschieden werden. Und eine Cloud-Migration kann auch deshalb nicht stattfinden, weil es alle anderen machen. Cloud ist Strategie und muss auch als solches betrachtet werden. Nummer 8. Datenschutz und Datenhoheit. Cloud-Umfelder sind weltweit verfügbar und Cloud-Anbieter operieren häufig ebenfalls weltweit. Und deshalb gibt es große Unterschiede im Hinblick auf Datenschutz, DSGVO-Konformität und die Fragestellung, wer eigentlich wann wie auf meine Daten zugreifen kann. Bei vielen international agierenden Anbietern liegen die Daten zwar in Deutschland oder in Europa, aber Datentransfers finden unter Umständen dennoch über Drittländer statt. Und wenn die Anwender in diesen Drittländern geschäftliche Interessen oder ihren Sitz haben, dann sind sie erpressbar. Das Problem ist, sie erfahren davon als Letzte. Aus diesem Grund ist es wichtig, vor einer Cloud-Migration einen Anbieter auszuwählen, der in Bezug auf Datenschutz, Datenhoheit und DSGVO-Konformität genau die Antworten liefern kann, die man benötigt und der diese Antworten auch langfristig garantieren kann. Nummer 7. Rechte und Berechtigung. Cloud macht es einfach, Ressourcen und komplette Infrastrukturen auszurollen. Cloud macht es ebenfalls einfach, diese Ressourcen und Infrastrukturen dann auch zu skalieren. Dabei ist es aber unabdingbar, dass es ein sinnvolles Rechtekonzept gibt. Denn sonst haben Sie im besten Fall ein Kosten- und im schlechtesten Fall ein Sicherheitsproblem. Und im Extremfall haben Sie beides. Bei einer Cloud-Migration muss es also in jedem Fall ein Recht- und Berechtigungskonzept geben. Dieses muss aufgesetzt, regelmäßig überprüft und angewandt werden. Nummer 6. Anbindung. Public Cloud Ressourcen befinden sich nicht mehr im eigenen Data Center. Und auch wenn die meisten Cloud Provider netzwerktechnisch sehr gut angebundene Rechenzentren haben,
nutzt das leider überhaupt nichts, wenn die eigene Anbindung Richtung Cloud-Standort zu langsam ist. Gleiches gilt, wenn zwar die Anbindung schnell ist, aber alles nur über VPN läuft. Dann werden das eigene Netzwerk und oder der VPN-Zugangspunkt ganz schnell zum Flaschenhals. Planung ist hier unbedingt notwendig. Gegebenenfalls müssen neue Leitungen verlegt oder VPN-basierende Zugriffe durch Cloud-basierende Zugriffskonzepte abgelöst werden. Nummer 5. Zusammenarbeit. Cloud ist flexibel, erlaubt zeitnahe Reaktion und kann jederzeit an neue Anforderungen angepasst werden. Das bedeutet aber auch, dass Zusammenarbeitsmodelle zwischen Betrieb, Line of Business, Entwicklung und Sicherheit das auch abbilden müssen. Soll der Mehrwert von Cloud tatsächlich genutzt werden können, dann muss man über Agilität und Iteration nachdenken. Und das bedeutet auch, dass traditionelle Wasserfallmodelle und, tut mir leid, das so sagen zu müssen, eitelgetriebene Verhinderungsprozesse im Cloud-Umfeld einfach nichts zu suchen haben. Sie funktionieren dort nicht und führen im schlimmsten Fall einen Cloud-Ansatz komplett ad absurdum. Nummer 4. Automatisierung. Cloud erfordert und befördert Automatisierung. Jedes Cloud-Umfeld, jede Cloud-Middleware verfügt über APIs, Application Programming Interfaces, also automatisierbare, per Software ansprechbare Schnittstellen. Und oft auch CLIs, Command Line Interfaces, also Kommandozeilen-Schnittstellen, mit denen sich eine umfassende Automatisierung von Ressourcen und Deployment sicherstellen lässt. Tatsächlich erlaubt nur der flächendeckende Einsatz von Automatisierung und Automatisierungstools eine nachhaltige und echte Kostensenkung. Und wenn man an Cloud-Umfelder denkt, in denen ein Operator Dutzende, vielleicht Hunderte von Services gleichzeitig zu betreuen hat, dann ist offensichtlich, dass das nicht mehr von Hand gehen kann. Der goldene SSH-Client, der ist im Cloud-Umfeld tot. Nummer 3. Ressourcen, Applikationen und Workloads. Cloud-Migrationen werden häufig als Lift- und Shift-Ansätze verstanden, bei denen im Grunde bereits existierende Infrastrukturen aus dem alten Umfeld in ein Cloud-Umfeld gebracht werden. Das ist ein schneller Weg in die Cloud, aber bis auf eine größere Flexibilität im Umgang mit Ressourcen und geringe Kostenersparnisse ändert sich nichts substanziell. Und wenn man nichts substanziell ändert, dann kann man auch keine substanziellen Kosten- und Einspareffekte realisieren. Wenn Sie wirklich eine Ersparnis von bis zu 80% im Vergleich zu traditionellen Umgebungen und Betriebsformen realisieren wollen, dann müssen Sie umdenken. Applikationen müssen anders gestrickt werden, Workloads müssen anders organisiert werden und Infrastrukturen müssen anders geplant und aufgesetzt werden. Das Zauberwort an dieser Stelle lautet Cloud Native. Nummer 2. Kosten und Prozesse. Cloud-Ressourcen werden in aller Regel nach dem Pay-Per-Use-Verfahren abgerechnet. Das heißt, man bezahlt nur so lange für Ressourcen, wie man sie auch verwendet. Wobei es dort schon je nach Cloud-Anbieter ganz unterschiedliche Verständnisse darüber gibt, was Verwendung überhaupt bedeutet. Bei manchen reicht das Ausschalten von Ressourcen aus, andere erwarten, dass man sie deallokiert und freigibt. Am Monatsende gibt es dann eine Rechnung und die ist vor allen Dingen oftmals eines: höher als erwartet. Der Grund dafür liegt darin, dass es Cloud-Umfelder einfach machen, Ressourcen bereitzustellen. Es aber ungleich schwieriger ist, einen Überblick über genutzte Ressourcen zu bekommen oder ihn zu behalten. Hier sind Prozesse und ein Rechtekonzept notwendig, um eine Kostenexplosion zu vermeiden. Ebenfalls muss man eventuell über Inventory-Systeme und eine übergreifende Governance nachdenken. Nummer 1. Sicherheit. Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass Cloud per se sicher oder unsicher wäre. Sicher oder unsicher wird sie durch Konfiguration, Prozesse und Vorgehensweisen. Die unten drunter liegende Infrastruktur ist vom Cloud-Anbieter in Bezug auf Sicherheit in aller Regel auf dem neuesten Stand. Aber wenn die bereitgestellten Ressourcen unsichere Kennworte haben, SSH-Schlüssel geteilt werden, API-Keys in öffentlichen Repositories hinterlegt worden sind, die Applikationen Sicherheitslücken haben und es generell keinen Prozess mit Fokus auf Sicherheit gibt, dann skalieren Sie nicht nur Ihre Applikationen und Ressourcen, sondern auch Ihre Sicherheitsrisiken und Sicherheitslücken. Herausforderung Nummer 1 im Cloud-Umfeld ist Sicherheit. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge an Herausforderungen und Fragestellungen im Cloud-Umfeld. Es lohnt sich deshalb, sich mit einem vertrauenswürdigen Partner zu unterhalten, eine Cloud-Strategie
zu entwickeln und bei der eigenen Cloud-Migration fachkundigen Rat an seiner Seite zu haben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, drücken Sie den Daumen nach oben. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, der andere Daumen funktioniert auch. Wir freuen uns über Ihr Feedback, also zögern Sie nicht, die Kommentarfunktion zu nutzen. Abonnieren Sie unseren Kanal, um mehr spannende Einblicke in die Welt von Cloud und Digitalisierung zu erhalten. Für dieses Mal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao.